Hallo, liebe deutschsprachige Teefreunde aus ganzer Welt. Hier bin ich wieder, Stefan Erler, der Gründer des Tea Masters Blog und der Tea-Masters Boutique. Und willkommen bei mir in Taiwan zu einem neuen Teekurs. Heute wollen wir die kleinen Details vom Tee ein bisschen besprechen und das größte Detail dazu, wie man eine Teekanne richtig hält. Denn es kommt oft vor, dass ja, in allen Milieus alle Milieus haben ihre Codes. Zum Beispiel, wenn man bei Weinkennern ist, dann so ein Weinglas soll man wirklich nur an der Stange halten. Es ist wirklich nicht sehr, sehr schön und nicht. Es gehört nicht, es ist nicht sehr professionell, wenn man es so hält. Denn so sieht man den Wein nicht mehr so gut und es erhitzt auch den Wein viel schneller. Also macht es viel mehr Sinn, ein Weinglas so zu halten. Das ist zum Beispiel ein kleiner Trick bei den Weinkennern. Die können dann sehr schnell sehen, wer ein Kenner ist und wer ein Laie ist. Und beim Tee ist es auch so, es gibt kleine Details, da merkt man gleich, ob man mit jemandem zu tun hat, der sich bei Tee auskennt oder nicht. Und wie man eine Teekanne hält, das sagt eigentlich sehr, sehr viel über einem, wie viel er und wie gut er beim Tee machen ist. Also, was ist das Beste, um eine Teekanne zu halten? Es ist eigentlich so. Ja, die Teekanne hier. Man nimmt sie hier am Griff und mit dem Zeigefinger muss es möglich sein, den Deckel ein bisschen zu öffnen. Warum? Denn dann kommt ein bisschen mehr Luft rein und das hilft, dass das Wasser auch schön rauskommt aus der Teekanne, harmonisch. Und ein bisschen mehr Luft hilft auch, den Tee ein bisschen zu verfeinern. Ein starker Tee schmeckt dann ein bisschen feiner, als wäre dann da nicht so viel Luft. Am besten ist man versucht das, wenn die Kanne leer ist, richtig zu machen. Und bei jeder Kanne ist es ein bisschen anders. Deshalb ist es wirklich notwendig, bei jeder Kanne sich das anzugewöhnen. Wo soll ich denn den Griff da halten? Wenn man zu weit nach unten die Teekanne hält, dann es ist schwierig, mit dem Zeigefinger auf den Deckel zu kommen. Und wenn man zu nah ist, dann hat man ein anderes Problem. Wenn die Teekanne voll ist mit heißem Wasser, ist es zu heiß und es ist nicht so angenehm, den Griff zu halten, wo es so warm wird, wenn man zu nah ist an der Teekanne. Also muss man bei jeder Teekanne seinen Platz finden. Es ist bei jeder Person ein bisschen anders, je nach wie groß eure Hand ist, wie groß oder wie lang ihre Finger sind, wird jeder die Teekanne ein bisschen woanders hier im Griff haben. Und wie nimmt man die Teekanne im Griff? Mit diesen zwei Fingern, ja, den Mittelfinger und dem Daumen. Und hier der vierte Finger, ja, Heiratsfinger, der hält dann von unten an den Griff und der ist auch sehr, sehr nützlich. Und der kleine Finger, der macht nicht so viel. Also wir haben vier Finger, die ich
ziemlich aktiv sind. Der Zeigefinger beim Deckel hier, Daumen und Mittelfinger, die halten den Griff sehr stark. Und hier der Viertelfinger ist gegen den Griff hier und hält es auch noch einmal von, also wir haben es von rechts, links und von hinten im Griff. Hoppla, so. Und so kann man es probieren, es testen, wenn man kein Wasser drin hat. Und später machen wir es mit Wasser. Warum ist es wichtig, diese Teekanne so zu halten? Ihr erinnert euch, das Wichtigste, um Tee gut zu machen, ist, dass die Teeblätter sich harmonisch öffnen in der Teekanne, das heißt überall im selben Tempo. Und deshalb ist es wichtig, dass die Kanne nicht auf einer Seite oder auf der anderen Seite steht, wenn man ausgießt, denn sonst heißt es, wenn die Kanne schräg ist, dass das Wasser mehr auf einer Seite mit den Blättern in Kontakt kommt als auf der anderen. Und das heißt dann, dass die Blätter hier mehr Aromen rausgeben als die Blätter auf der hohen Seite. Und das macht den Tee dann nicht harmonisch. Die Blätter öffnen sich am harmonischsten, wenn die Teekanne immer so flach ist und auf jeden Fall nicht schräg links oder rechts biegt. Natürlich werden die Blätter mehr vorne in Anspruch genommen, denn man muss ja so nach vorne gießen, aber das weiß man und deshalb, wenn man das nächste Mal Wasser rein tut, das wird in Betracht genommen. Aber es soll also nicht rechts oder links gehen. Und wenn man die Kanne so hält, wie ich es euch gerade gezeigt hat, dann mit der Masse mit dem Gewicht der Kanne macht es am wenigsten Druck. Es ist am einfachsten zu halten, wenn es flach gehalten wird. Wenn man es rechts oder links biegt, dann wird es ungemütlich, dann braucht man mehr Kraft. Also ein ganz normal, ganz automatisch kommt es hält man es flach, wenn man es so hält. Aber es ist nicht der Fall, wenn man den Daumen da rein im Griff hat, dann ist es nicht so stabil, wenn man es so hält. Und dann hat man nicht so die Teekanne im Griff. Und das macht dann den Tee nicht so gut, wenn man es nicht richtig hält. Also ich zeige es euch mal mit Wasser jetzt drin. Immer zuerst ein Wasser auf der Teekanne drauf. Und hier, hoppla, ich gucke, ob da ein Message war. Nein, also hier versuche ich meinen guten Platz zu finden für die Finger. Okay, und jetzt und beim Gießen seht ihr, ich gieße nicht allzu weit weg von den Tasten, nicht allzu hoch,
Denn was passiert, wenn ich zu weit gehe, wenn ich zu hoch, dann macht es ein bisschen Krach, dann hört es sich nicht sehr angenehm aus an, denn es hört sich wie aufs Klo. Deshalb sollte man die Teekanne ziemlich nah an den Tassen halten, wenn man den Tee oder das Wasser in den Tassen gießt. Okay, und dann ist es auch einfacher, keinen Splatsch auf den Chabu zu machen. Hier ging nichts oder vielleicht nur einen kleinen Tropfen daneben. Also habe ich meine Teekanne gut in der Hand gehabt und sie blieb flach die ganze Zeit, nicht nach rechts oder links gebogen. Dank dieser Methode den Griff gut im Griff zu halten. Das ist also eine der wichtigsten Details beim Teemachen, das gleich zeigt, dass ihr ein Kenner seid und nicht jemand, der vor ein paar Wochen angefangen hat, Tee zu machen. Und ich hoffe, mit dieser Kontrolle macht ihr dann auch weniger Tropfen auf euren Chabu und ihr findet dann mehr Freude daran, dass ihr das im Griff haben, dadurch wird der Tee auch besser schmecken, weil es harmonischer sich entfalten wird in der Teekanne. Okay, das wär's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder nächste Woche. Und ich wünsche euch einen schönen Vollmond-Festival. Trinkt guten Tee, vor allem aus meinem kleinen Teeladen, tea-masters.com. Gebt mir einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis dann. Tschüss.